Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis mit Großbritannien. Ja, schauen wir mal, was heute so geht. Wir starten direkt ins Spiel. Hier warten wir noch. Wir wollen, oder ich will in die Militärtech rein. Ich hoffe ja ein bisschen, dass irgendwas mit Spanien geht, wenn unsere Verbündeten mitmachen würden. Portugal macht auf gar keinen Fall mit, das ist klar, die machen eher gegen uns mit, aber Österreich bräuchten wir. Österreich bräuchten wir, aber Österreich und Spanien mag sich dummerweise. Sonst schaut es noch nicht so gut aus für uns. Wir müssen noch ein bisschen regenerieren. Ich würde ja eigentlich auch gerne hier mal gegen den Papst ziehen, da würde Spanien auch mitmachen. Ah. Mit wem bist du verbündet? Polen und... Was? Polen und Portugal? What the fuck? Okay. Sehr interessant. Krieg weit weg. Portugal Schulden. Polen und Portugal. Sonst niemand. Nur Polen und Portugal. Ah. Ah, müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen. Irgendwann wird schon mal eine Möglichkeit kommen, dass wir da reinhauen. Polen würde ich hier nicht mitmachen, aber Schweiz, Theodoro, oh, Spanien, ja. Ja, okay, okay. Erstmal muss der Glaube weg. Gegen Burgund haben wir, gegen wen haben wir den Kriegs... Moment, vielleicht können wir den Glauben ein bisschen aus... Wir haben Eroberung gegen Frankreich, Nevea, Spanien und Genua. Rückeroberung gegen Frankreich, Rivale erniedrigen, okay. Gegen Nevea. Österreich macht ja auch nicht mit. Okay. Die Provence. Auch kein Spanien. Ein französischer Kriegsgrund. Frankreich, hast du irgendwo... Ja, nur gegen Burgund. Gegen Burgund haben wir halt einen Waffenruhe. Heißt, wir müssten vielleicht... Ja, da macht dann der Kaiser mit. Wir kriegen so jetzt zumindest momentan Spanien nicht ein. Österreich möchte gegen Ungarn ihn und den Drohne erobern. Noch sind sie verbündet. Noch sind sie verbündet. Hm? Wir kommen in Ungarn nicht rein, aber wir würden vielleicht in Schweden reinkommen. Auch nicht. Aber nicht so unmöglich. Nicht so unmöglich. Schweden wäre es endlich sogar, also Ungarn wäre mir an sich lieber, aber Schweden fände ich jetzt gar nicht mal so doof. Okay. Oh. Habe ich nicht mitbekommen. Es ist auch noch hier unten Dingsbums fertig geworden. Du wirst jetzt auf jeden Fall ein Handelshaus. Du wirst ein Handelshaus. Wir können uns Investitionen leisten. Ja, das ist schön, will ich noch nicht. Ich hätte gerne erst London, glaube ich, auf oder Calais auf Stufe 3. Und da halt starten. Diplomat abberufen. Geht immer noch nichts, gell? Ganz knapp nicht. Was wäre mir jetzt lieber? Eigentlich ja
Eigentlich wäre Schweden cooler. Warum gibt es denn eigentlich noch gar kein Russland? Auch interessant. Du hast mich auch noch rivalisiert, gell? Hm. Könnt natürlich auch beide probieren. Hätte ich allein schon Bock wegen Polen. Ungarn 25.042. Schweden 21 von 24, aber Schweden ist halt auch noch saustark. Aber Ungarn wäre eigentlich cooler. Wir probieren es einfach mal. Wird wahrscheinlich eh nichts funktionieren. Wird wahrscheinlich eh. Dem her. Ah, wollte eigentlich langen, hoffe ich mal. Nein. Okay, nehmen wir aber. Nehmen wir aber. Hat nicht gelangt. Ernsthaft. Boah, es war jetzt ein Haufen Geld dafür, dass es wahrscheinlich eh nicht funktioniert. Was wir da reingepumpt haben. Aber man weiß ja nicht, was daraus wird. Schon Staatsehe. Ja. Warten wir mal noch einen Monat. Zack. Und jetzt würde es einen Erbfolgekrieg zwischen Österreich und Großbritannien geben. Die Frage ist, wer ist Angreifer, wer ist Verteidiger? Wenn ich Angreifer bin, schaut es natürlich ganz übel. Dann schaut es natürlich ganz übel aus für mich. Wahrscheinlich stirbt er allerdings eh nicht. Nee. Haben halt die 1000 Gold wieder nicht. Trotz allem bringen wir mal vorsichtshalber schnell die Truppen runter. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. In Schweden probieren wir jetzt aber auch noch. Ja, ich weiß, wir sind eins drüber. Das ist aber vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Hier würde einfach nur unser Drohnen wahrscheinlich voll. Oh, Erbfolgekrieg zwischen Großbritannien und Moskau. Also wir könnten rein theoretisch direkt bei Drohne erben. Wir gehen trotzdem erst hier rein, dann haben wir nämlich die diplomatischen Beziehungen schon wieder drinnen. Es ist natürlich schön. Natürlich tatsächlich sehr, 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 sehr schön. Ah, wir brauchen einen Sitz. Nehmen wir mal Bordeaux. Bordeaux ist doch schön. Schlecht wäre es natürlich jetzt, wenn ich direkt in beide Kriege gezwungen werde. Beide mal am besten noch als Angreifer. Dann kann ich direkt quitten. Schauen wir mal, was rauskommt. Schweiz möchte durch, ist okay. Ah, da war ja was, fällt mir gerade. War ja was. Wir, glaube ich, haben... Haben wir hier nicht einen Anspruch? Ah! Geheimdienst. Spionagenetzwerk aufbauen. Gibt's nicht mehr, deswegen. Gibt's nicht mehr. Hier verbessern wir auch mal die Beziehungen. So, dann würde ich gerne
auch mal die Truppen. Hier nehmen wir nochmal Geld. Ich würde gerne unsere Truppen noch ein bisschen aufwerten. 1, 1, 2, 3. 1. X-Punkte gegen andere Religionen ist super in unserer in unserem Punkt. In unserer Situation sind ja fast alles andere Religionen. Wie ist denn das eigentlich? Zählt hier zum Beispiel? Du bist reformiert. Ketzerische Religion, ja. Ich glaube, alles ist eine andere Religion. Wirklich alles. Schaut es eigentlich aus? 63%. Astro. Astro. Danach würde ich gerne nach Südafrika gehen. Grönland dann schon fertig. Okay, cool. War doch eigentlich auch eine Mission, oder? Ja. Cool. Immer noch Ungarn, Schweden. Ja, ist halt beides nach wie vor nicht so die hohe Chance, dass da irgendwas passiert. Ja, da ist auch schon der Thronfolger. Okay, Schweden ist schon raus. Schweden ist schon raus. Bleibt halt nur noch Ungarn. Aber der ist halt noch unwahrscheinlicher, dass er stirbt. Der ist halt noch unwahrscheinlich. Ah. Aha. Das ist doof. Ungarn. Es ist sogar richtig doof. 50, 61. Ungarn 70, 92. Hey. Problem ist bloß, ich habe keinen Kriegsgrund. Wir können aber, glaube ich, einen fingieren. Machen wir mal. Kann zwar, bis der fertig ist, kann zwar noch viel passieren. Aber was wir haben, das haben wir. Schaut's aus, Geld 11. 11, du. Ach, die Loyalisten unterstütze ich in Frankreich immer noch. Damit kann ich gerade aufhören. Ah, oh, okay. Deshalb kannte ich auch noch nicht die Funktion. Ich weiß, dass man es ausbauen kann. 11 Dukaten und Neufundland. Ja, da muss noch ein bisschen mehr. Mingan, was ist denn Mingan? Du bist Mingan? Mingan, ja. Ah, und Neufundland selber koloniert auch schon. Oh, sogar schon zweimal. Uiuiuiuiui. Sehr geil. Geil, geil. Ja, wir brauchen viel mehr Männer. Ich würde ja gern noch mal eine Armee ausheben. Ah, würde nicht ganz gehen. Noch nichts da.
Wir können mal hier drüben einen Anspruch fingieren. Dann holen wir dich mal zurück. Und ich würde vorsichtshalber gerne auch mal Österreich nochmal. Ungarn ist immer noch. Nee, will ich nicht. Kannst du behalten fangen. Kannst du behalten. So, jetzt habe ich irgendwas vergessen. Irgendwas war gerade irgendein. Ach, Kolonie. Kolonie. 3000 Truppen. Auch da. Sehr schön. Paris. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz so ideal, dass da der Franzose direkt auf den Sack kommt. Aber wir übernehmen das für dich. General ist tot. Oh. War nicht so gut im Nahkampf. 1845, das. Blockierungsstart. Ich kann sogar auf alles fingieren. Das ist ja. Das ist ja interessant. So, jetzt könnten wir gegen den Kirchenstaat in den. Jetzt macht allerdings niemand mehr. Kämpft in einem anderen Krieg. Polen. Oh, witzig. Genua, Polen, Litauen, Schweiz. Antur, Augsburg. Großer Ulm. Was ist das für ein Krieg? Verteidigen gegen. Antuanische Bestrafungskrieg gegen Genua. Am Krieg. Na, lassen wir mal ein bisschen laufen. Könnte noch was gehen. Könnte noch was gehen. In Portugal vielleicht schnell mit ihrem Krieg in Cusco durch sind. Wir erheben jetzt auf jeden Fall mal noch gegen Mantua. Auch da könnte ja was gehen, wenn Polen nicht mitmacht. Was können wir... Oh, jetzt haben wir einen Kolonisten weniger, aber nach wie vor die drei Kolonien, gell? Händler. Oder Unterhalt Armee. Handel, ein Händler mehr. Reichweite, Handel, Handel. Okay, oder Unterhalt Armee würde auf jeden Fall schon mal Armeen 2,5 Dukaten bringen. Ob das einen Handel bringt? Ja, bei uns wahrscheinlich schon. Bei uns wahrscheinlich schon. Aber auch der Verschleiß, dadurch, dass wir dann bestimmt bald in den Krieg gehen. Cornwall-Autonomie. Korruption ist okay. Merkantilismus. 8 militärische Arten. Ja, machen wir auch. Fortschritt, Regierungsform ist mir auch egal. Beamtenstand. Verliere 5 Kirchenmacht ist okay. Armeetradition. Legitimität ist okay. Militärische Unterstützung. Nochmal. Holland. Ja. Jetzt würde Portugal zum Beispiel mit. Portugal, Florida, Neuspanien. Wenn ich dich direkt angreife, macht Polen mit. Bei mir macht halt niemand. Wenn ein Kirchenstaat angreift, macht Portugal mit. Frage ist, wo hat Portugal ihre Männer? 12.000, 2.000. Frage ist, wo hat Spanien die Truppen?
Portugal, die anderen Truppen von dir sehe ich leider nicht. Das Gute ist, wir haben Karaibas und alles auf unserer Seite. Würde trotzdem... War das jetzt mit Mantua? Du bist verbündet mit Ungarn. Aber Ungarn kriegt halt gerade ziemlich auf den Sack. Könnten wir hier nochmal auf den Kolonist gehen. Das ist der, der uns weggefallen ist. Plus auf die Chance-Kolonist. Chance-Zuwachs. Dafür noch ein bisschen in den ins Hintertreffen geraten. Aber das ist es mir ehrlich gesagt wert. So, da ist, fehlt der Kolonist wahrscheinlich. Nee. Hier fehlt er. Mantua, ja oder nein? Das ist jetzt die Frage. Spanien Kirchenstaat, dafür macht Österreich. Es ist halt schon gewaltig, ja. Würde sich eigentlich lohnen zu warten. Österreich an meiner Seite zu haben, wäre sinnvoller als Portugal an meiner Seite haben. Vor allen Dingen, weil die ja den anderen Krieg haben. Dann warten wir auf Mantua. Die gewinnen auch den gegen, gegen Polen. Irre. Wie schaut es denn hier aus? Ungarn? 21 Jahre, lebt immer noch. Also immer noch kein Nachfolger, so muss man sagen. Sklavische tritt ein, erhält zwei Grundproduktionen wieder, erhält Sklaven-Zwischenlager. Das möchte ich eigentlich. Nee. Also das ist so eine Sache. Normalerweise sollte man sowas natürlich machen wegen der Grundproduktion, aber nö, ich bin einfach, ich schlafen, nein, will ich einfach nicht. Punkt. Gibt's keine andere Begründung. Ich möchte das einfach nicht. Fertig. Ich bin ein Gegner der Sklaverei, wie sollte heutzutage eigentlich jeder, sowieso jeder sein. Aber ist auch sowas im Spiel, nee, muss nicht sein. Also es gibt Spiele, da ist es dann vielleicht ein bisschen egal oder so, aber hier, nein. Gut, Litauen. Wie viele stehen? 8,97. Sag mal 1000 Gold. Heißt England. Ach, das kostet sogar nur 800. Ah, wir haben ja irgendwas gefördert. Wir hatten irgendwas gefördert, deswegen. Diplomacht. Was könnten wir mit Diplomacht alles machen? Kulturen geht nicht. Regierungslimit 20 ist halt auch nicht gerade viel. Produktionseffizienz steigern. Produktionseffizienz steigern. Haben wir denn Gold, Silber, Fisch, Bronze wäre nicht schlecht. Glas wäre gut. Papier wäre gut. Genua. Stoffe, Kühe, Wein. Wir könnten Genua, aber Genua ist so eine möchte ich da unten.
Ja, dann werden wir Cornwall und Cork. Ja. Oh, mit auch nochmal 2 Punkte. Das bringt schon relativ viel an Geld tatsächlich. So, Goldküste ist gleich fertig. Da ist halt jetzt die Frage, mit den 3000 runter nach Afrika, weil Afrika ist halt schon geil. Oder halt hier noch die Goldküste ein bisschen weiter machen. So, in was gehen wir denn? Merkantilismus oder Geld? Gehen wir noch mal Merkantilismus. Ich würde noch gern ein Handelszentrum ausbauen und dann vielleicht mal ein bisschen Geld hier rein. So, wie schaut's aus? Oh, Goldküste. Tja. Natürlicher Hafen. Den nehmen wir noch mit. Den natürlichen Hafen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, Portugal. Immer noch im Krieg. Ungarn immer noch. Jetzt würde ein Habsburger regieren. Ah, nee, er hat einen Nachfolger. Ja, war klar. War klar. War klar. Passiert eigentlich, wenn ich mit Österreich im Krieg bin und dann würde ein Erbfolgekrieg zwischen England und Österreich stattfinden? Was passiert eigentlich? Die Frage, nächste Frage. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die 3000 Mann hätten wir jetzt wieder frei. Und weißt was, mit denen? Auch gerne hier reingehen. Mit denen gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hier runter. 238. Wir warten mal nur ein klitzekleines bisschen. Wir nehmen mal die 3000 Mann und fahren die mal hier hin. Sind unsere Schiffe auch gut unterwegs. Wir haben uns schon mal ein bisschen Zeit gespart. So. Nur mal kurz zum Überprüfen. Kirchenstaat. Spanien macht mit, Portugal macht nicht mit. Österreich sowieso nicht. Ich mache jetzt gleich gegen Mantua Österreich auch nicht mehr. Klingt nach einem guten... Nein, Sklaven. Nein, nein. Und nein. Indischer Ozean, Südindien, Südpazifik. Was? Dann hätten wir hier gern das Handelshaus, den Handelsposten. Zack. Da müssen wir schauen, was wir als dritten Welthafen machen. Ich glaube, mehr als 3 gehen ja nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Orkney wird reformiert, wollen wir nicht. 33 Kirchen macht, nehmen wir. Katholische Fanatiker. Nein, ich will keine Sklaven. Nee, das geht nicht. Da habe ich jetzt die Schiffe tatsächlich als robuster erachtet. Das wird jetzt unter Umständen... Jetzt dachte ich kurzfristig schon. Können wir eigentlich noch Schiffe bauen? Ich glaube schon, gell? Ja, richtig viele. Richtig viele. Spanien ist im Krieg. Das finde ich ja tatsächlich richtig. So, Ungarn macht nicht mit. Spanien macht mit, Kirchenstaat macht. Österreich macht mit. Ja, ich würde sagen, das riecht sehr, sehr locker.
fehlt sogar noch Böhmen. Da fehlt nach wie vor Böhmen. Frankreich inzwischen 26. Ja, Portugal macht leider nicht. Portugal macht leider nicht. Mich interessiert Mantua eigentlich gar nicht. Möchte Spanien im Krieg haben und hätte gerne Mallorca, also komplett. Und was ist das hier? Namen vergessen. Korsika. Sizilien. Weiß ich jetzt gar nicht, wie die Inseln heißen. Gott, bin ich heute schlecht. Normalerweise kenne ich mich mit sowas gut aus. Also die Balearen hätten wir auf jeden Fall, steht ja hier auch. Es wären die Ziele. Und dann mal schauen, was wir noch bekommen würden. Kirchenstaat ist mir eigentlich auch vollkommen egal. Autorität hier erhöht die Reichweite. Wir brauchen alle Provinzen westliche Mittelmeerinsel. Ja, dabei müssen wir irgendwann auch noch gegen Genua ziehen. Hatten wir nicht für irgendwas Mallorca gebraucht? Kaiserreich sind wir auch noch nicht. Ah, fehlt noch ein bisschen. Aber Frankreich einnehmen würden, hätten wir direkt Kaiserreich. Aber habe ich ja gesagt, will ich noch. Kommt erst relativ spät. Ja, okay. Für die Folge war es das jetzt erstmal. Heben wir uns auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.